In der Tat, wir wollen schon einen gewissen, naja, Systemwechsel ist es nicht, aber eine Systemergänzung, klassische Volkswirtschaftslehre, Risiko streuen. Momentan haben wir im Wesentlichen die Umlage und dann noch ein bisschen kapitalgedeckte betriebliche und private Altersvorsorge. Und wir als Union sind der Meinung, dass wir schon ganz gerne einen kapitalgedeckten Anteil innerhalb der ersten Säule, also innerhalb der gesetzlichen Rentenversicherung haben wollen. Wir haben das nicht gesagt, dass jetzt die deutsche Rentenversicherung, so wie sie jetzt ist, das macht, sondern wir haben gesagt, wir wollen eine Körperschaft des öffentlichen Rechts unter dem Dach der deutschen Rentenversicherung einbauen. Das heißt, es wird quasi, wenn Sie sich vorstellen, es gibt quasi zwar die deutsche Rentenversicherung, aber sie hat zwei Tochterunternehmen, einmal die Umlagerente, wie sie heute ist, und daneben eine neue. Das haben wir auch ganz bewusst gemacht, weil bei der deutschen Rentenversicherung ja Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter in den Gremien sitzen. Und im Übrigen ist das auch ein sehr kluger Weg, den viele andere Länder in Europa gehen, dass sie, wenn sie Gremien besetzen, in kapitalgedeckten Rentengesellschaften, dass dort im Wesentlichen Arbeitgeber und Arbeitnehmer den Ton angeben, also entscheiden, gemeinschaftlich entscheiden, wie die Anlagestrategie ausschaut und so weiter. Ich finde, da hat die Politik in der Tat nichts verloren. Ich halte aber auch den Alarmismus, oha, da wird die Politik aber zugreifen, für ein bisschen überhöht, weil gerade was Renten angeht, auch verfassungsrechtlich das sehr stark nach Eigentumsrecht behandelt wird. Insofern, und gerade bei einer kapitalgedeckten Variante, also wo man wirklich beweisen kann, ich habe so und so viel eingezahlt auf ein Konto X, wird die Politik da nicht eingreifen können, ohne Ärger mit dem Bundesverfassungsgericht zu bekommen. Warum wollen wir es gerne machen für alle? Weil wir, das ist schon dann auch eine, und das halte ich auch wichtig, eine gesellschaftliche Debatte, auch eine Gerechtigkeitsdebatte. Ich meine, wir beschweren uns alle, was heißt alle, aber es gibt immer wieder die Diskussion, dass die Schere zwischen Arm und Reich in der Vermögensfrage angeblich immer weiter auseinandergeht. Die Faktenlage ist ein bisschen unklarer, weil wir eben nicht regelmäßig Fakten erheben und auch nicht ein hundertprozentiges Bild haben. Aber was man mit Sicherheit sagen kann, ist, dass die unteren 40% in diesem Land über de facto fast kein eigenes Vermögen verfügen. Und deshalb wäre es schon sinnvoll, wenn man diese Schere nicht wirklich auseinandergehen lassen möchte, zumindest in Zukunft nicht, man sie an der Entwicklung der Vermögenswerte in Deutschland mittelbar teilhaben lässt. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auch darüber hinaus, weil man kann ja auch nicht, man kann ja auch noch außerhalb Deutschlands investieren. Auch das wäre möglich. Und genau das ist unser Ziel, dass wir sagen, wir wollen quasi die gesamte Gesellschaft beteiligen, auch an der Entwicklung der Vermögenswerte in Deutschland und außerhalb von Deutschland durch einen solchen Fonds.